Willkommen zu meinem Review zu der Achterbahn mit den meisten Überstiegen weltweit, The Smiler in Alton Towers. Bei der Bahn handelt es sich um den Infinity Coaster der Firma Gerstlauer, besser gesagt um den ersten Infinity Coaster, den Gerstlauer je hergestellt hat. Er eröffnete im Jahr 2013 und hat eine Schienenlänge von 1170 Metern, eine Abfahrt von 30 Metern, eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km pro Stunde und insgesamt 4 Züge mit 4 Reihen à 4 Personen, also insgesamt 16 Personen pro Zug. Die Bahn hat eine maximale Kapazität von 1200 Personen pro Stunde und wie bereits schon erwähnt insgesamt 14 Inversionen und damit die meisten Inversionen in einer Achterbahn weltweit. Bevor ich auf die Fahrt eingehe, kann ich euch erstmal die ganzen Inversionen sagen, die die Bahn hat. Sie hat einen Hardwing Roll, 5 Korkenzieher, 2 Dive Loops, einen Batwing, eine Sea Serpent Roll und eine Cooper Roll. Das waren jetzt erstmal die 14 Inversionen, die das Smiler hat. Also die Bahn befindet sich in dem Themenbereich X-Sector. Dort befindet sich unter anderem auch der Dive Coaster Oblivion und ein Enterprise. Und wenn man dann auf die Bahn zukommt, also sie wirkt auf jeden Fall deutlich massiver als erwartet, als ich das erste Mal gesehen habe. Und einfach nur, wie wirklich alle Schienen ineinander verflochten sind, das wirkt echt richtig cool. Also das Aussehen von der Bahn ist echt richtig nice. Dann gibt es innerhalb der Bahn noch dieses große Themenelement, welches auf jeden Fall auch von außen ziemlich eindrucksvoll ist. Aber wirklich die komplett verschlungene Streckenführung ist wirklich das, was die Bahn ausmacht. Und von außen sieht es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice aus. Also wenn man im Themenbereich X-Sektor ist, ist man direkt zur rechten Seite, läuft man direkt einmal komplett vorbei. Und dann kann man auch schon direkt durch den Eingang in die Q-Line reingehen. Der Hauptteil der Q-Line verläuft wirklich komplett unterhalb der Bahn. Das sind überall Zäune und Fangnetze um einen herum und es fast, als würde man in so Käfigen mehr oder weniger anstehen. Aber trotzdem, wenn man nicht warten muss, komplett durchlaufen kann, hat man auf jeden Fall die ganze Zeit einen schönen Blick auf die Bahn. Und auch selbst wenn man warten muss, macht es ja in der Warteschlange, wo man die Bahn sehen kann, deutlich mehr Spaß, als wenn man in einem nicht thematisierten Gebäude wartet. Deswegen finde ich es auf jeden Fall ziemlich gut, man läuft da einmal komplett unten durch. Wenn dann gerade ein Zug von der Smiler auch über die Bahn fährt, ist es auf jeden Fall ziemlich nice von unten anzusehen. Dann läuft man auf jeden Fall ewig durch. Ich musste draußen fast nicht warten, deswegen war auch ein Großteil der Q-Line draußen geschlossen. Man konnte direkt durchgehen. Und dann geht es auch schon in den inneren Teil der Warteschlange, läuft man in das Gebäude rein. Und dort überall tönt auch richtig laut der Smiler-Soundtrack von Imascore, welcher wirklich auf Dauer sehr nervig sein kann. Aber wenn man nicht so lange warten muss, macht ja auf jeden Fall Spaß. Passt auf jeden Fall zu der Thematisierung der Bahn. Die Achterbahn ist jetzt zwar in der Irrenanstalt thematisiert, auf jeden Fall ein ziemlich eigenständiges Theming, aber Alton Towers ist ja wirklich ein bisschen eigen. Zum Beispiel auch neue Achterbahn Wicker Man im selben Park ist jetzt so eine Sekte thematisiert. Also muss man sich da wirklich nicht wundern, aber ist auf jeden Fall eine innovative Idee und das spiegelt sich auf jeden Fall auch in der relativ verrückten Bahn wieder. Aber genau, kommen wir zurück zu der Q-Line. Man läuft halt in das Gebäude rein und dann läuft man erstmal durch ein paar Räume durch. In dem ersten Raum läuft einmal durch, wie gesagt, spielt überall laut der Imascore Soundtrack. Dann läuft man durch den ersten Raum, dort sind viele Projektionen, vor allem auch von dem Smiler-Logo, also dieses Gesicht. Das kennt man ja ziemlich gut von der Bahn, ist ja auch so mit das Magenzeichen davon. Und dann läuft man auch noch in einen weiteren Raum, alles natürlich gelb-schwarz gestrichen. Dann läuft man noch eine Treppe hoch und dann kommt man auch schon in die Station. Also man wird eingeteilt für die Reihen, man kann sich leider nicht aussuchen, wo man sitzt. Aber das ist ja bei einem Großteil in den beiden alten Towers genauso. Finde ich trotzdem relativ schade, man kann es natürlich verstehen, warum sie es machen. Es gibt wie gesagt 4 Reihen, wird man in eine eingeteilt. Ich habe, als ich dort war, 2 Fahrten gemacht. Einmal eine in der zweiten Reihe, eine in der ersten Reihe. Und das Smiler war übrigens auch mein 100. Account. Das war die erste Achterbahn, die ich bei meinem Besuch im März 2018 gefahren bin. War auch der erste richtige Freizeitpark, den ich 2018 besucht habe. Davor hatte ich 99 Accounts und Smiler wurde dann mein 100. Account. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine gute Bahn dafür. Wollte ich halt einfach nur mal als Side-Story erwähnen. Und dann wird man in eine der 4 Reihen eingeteilt. Also die Station hat jetzt keine übertrieben starke Thematisierung. Und dann, wenn der Zug da ist, kann man auch schon einsteigen. Jede Reihe hat ja 4 Plätze. Und wie bereits schon erwähnt, das ist der erste Infinity Coaster von Gerstlauer. Im selben Jahr zwar auch Karacho eröffnet, aber trotzdem war der Smiler der erste. Und die Bahn hat auch Schulterbügel. Alle anderen Infinity Coaster von Gerstlauer haben wirklich Beckenbügel, welche mir auch alle sehr gut gefallen. Und die Schulterbügel, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Schulterbügeln, vor allem nicht bei Gerstlauer, weil vor allem bei Eurofightern kann es sein, dass die Bahn, wenn sie ein bisschen unruhiger fahren, dass Schulterbügel nicht so viel Spaß machen, weil man dann vielleicht einen oder anderen Schlag abbekommt. Aber hier, also auch natürlich, wenn ich Beckenbügel besser fand, kommt man, finde ich, mit den Schulterbügeln voll und ganz klar. Und ich finde die Züge eigentlich relativ nett gemacht, gefallen mir irgendwie dann doch ziemlich gut. Für das Gepäck, also Taschen, Rucksack etc. gibt es dann auf der gegenüberliegenden Seite Regale, kann man da einfach die Sachen reintun, dann einsteigen. Und auch die Sitze sind eigentlich ziemlich nett, also Gerstlauer Bahn finde ich allgemein wirklich eigentlich ziemlich angenehm. Die Abfertigung war als dort war auch relativ gut, also die sind mit 3 oder 4 Zügen gefahren, das hat auf jeden Fall gepasst. Aber genau, dann geht die Fahrt los, da fängt ein bisschen Licht auf und dann fährt man auch aus der Station raus erstmal einen kleinen Dark Ride Part. Dort beschleunigt man ein bisschen, gibt es so einen kleinen Drop und dann fährt man durch die erste Inversion der Bahn in der Hardwing Roll Indoor.
Also das gibt es ja auch bei vielen anderen Gerstlauer Bahnen, wie zum Beispiel Sword Ride. Und diese Hardline hat mir sehr gut gefallen. Man hat schöne Hangtime, man fährt aber trotzdem mit einer guten Geschwindigkeit durch. Auf jeden Fall eine nette Inversion, hat mir gut gefallen. Ist auf jeden Fall eine der besten Inversionen der Bahn, wenn nicht sogar die beste. Dann fährt man auch aus dem Gebäude raus und es geht auf den ersten Lüftel. Der erste ist wirklich ein ganz normaler Lüftel, ist ein Kettenlüft. Die Geschwindigkeit, die man hochfährt, ist in Ordnung. Und das ist auch der einzige Infinity Coaster von Gerstlauer, der wirklich einen ganz normalen Lüft hat. Aber sonst im Lüft, also er ist sogar relativ steil, das muss man schon zu sagen, aber sonst wirklich nichts Besonderes. Und dann, wenn man die maximale Höhe erreicht, hat man auf jeden Fall einen ganz netten Blick über den Park. Man sieht auf jeden Fall Teil des Eingangsbereichs, den See. Auf der rechten Seite sieht man das Schloss. Aber dann, wenn man über die Liftgruppe fährt, gibt es keinen richtigen First Drop, wie man ihn erwartet. Da ist jetzt kein Beyond Vertical Drop oder ähnliches, wie man ihn von anderen Gerstlauer Bahnen kennt. Sondern es geht nur in eine Rechtskurve, wo man die Geschwindigkeit aufnimmt, nichts Besonderes. Und dann fährt man auch schon direkt in die erste Version der Bahn, ein Korkenzieher. Ist auf jeden Fall ganz nett, man fährt da mit guter Geschwindigkeit durch, dreht sich ziemlich schnell rum, hat jetzt nicht Hangtime oder ähnliches, aber ist auf jeden Fall ganz nice. Genau, dann fährt man auch weiter runter und beschleunigt. Man fährt auch schon in die dritte Inversion der Bahn, das ist ein Dive Loop. Auf jeden Fall auch ganz nett. Und nach dem Dive Loop folgt noch gleich ein weiterer Dive Loop. Ich mag Dive Loops eh ziemlich gerne, vor allem der von Carajo ist ziemlich nice. Die beiden Dive Loops, die sind auf jeden Fall alles andere als schlecht, sind auf jeden Fall ganz nett. Und zwei gute Inversionen. Und danach folgt ein Airtime Hill, auch mit einem Headshopper, weil direkt darüber das Theming-Element ist. Und ich muss sagen, dieser Airtime Hill ist echt ziemlich nice, man hat echt gute Airtime. Also ich bin sie wie gesagt nur vorne in der zweiten Reihe gefahren. Ich glaube nicht, dass man hinten sehr viel stark mehr Airtime hat, aber hat auf jeden Fall gute Ejector Airtime, hat mir echt gut gefallen. Und habe ich, bevor ich sie gefahren bin, noch nicht erwartet, dass man das auf dem Airtime Hill hat. Und diese zwei Airtime Hills, die waren halt, sind ja wirklich das Einzige, was es sonst noch gibt, abgesehen von Inversionen. Dann aus dem Airtime kommt auf jeden Fall noch mit relativ guter Geschwindigkeit und dann folgen die nächsten zwei Inversionen der Bahn. Also die nächsten zwei Inversionen, da gibt es ein paar unterschiedliche Meinungen, was da als nächstes kommt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wie auch manche sagen, dass da ein Batwing kommt, aber manche sagen auch, es ist ein Immelmann gefolgt von einem Sidewinder. Also das kommt einfach darauf an, wie es findet. Ich rede jetzt einfach mal von einem Batwing und das ist auf jeden Fall auch eine relativ seltene Inversion. Ja, also man hat da wirklich eine relativ gute Geschwindigkeit, wie man durch die Inversion durchfährt. Deswegen hat man jetzt auch nicht stark gehängt haben oder so. Aber dann unten hat man auf jeden Fall gute Gehkräfte. Das ist dann in Version 5 und 6 der Bahn auf jeden Fall ganz nett. Und damit wurde dann auch die Richtung gewechselt. Und dann fährt man noch in einen Korkenzieher, auch nochmal über das Theming-Element drüber. Das heißt, da hat man auch nochmal einen ganz netten Headshopper. Kein besonderer Corkscrew, aber sonst auf jeden Fall nette Inversion. Und dann fährt man auch in die Zwischenbremse, wird fast komplett gestoppt und ist auf jeden Fall schon durch die Hälfte der Inversion gefahren. Und danach gibt es noch einen Senkrechtlift, also 90 Grad steil, Vertikallift, wie er auch natürlich bei vielen anderen Gerstlauer Achterbahnen zu finden ist, wie zum Beispiel Kernan, Flug von Novgorod, Zor oder eigentlich bei jedem Eurofighter. Ich mag mir die Kalllüfte auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde, die machen richtig viel Spaß. Ist auf jeden Fall deutlich nicer als normale Lüfte. Genauso natürlich auch dieser. Und vor allem bei Infinity Coaster hat man nochmal mehr Platz. Deswegen finde ich das bei denen auch nochmal deutlich angenehmer. Genau, und dann ist man auch schon relativ schnell oben. Also der Lüfte ist sogar relativ schnell. Und auch hier, anstatt dass es dann noch einen richtigen Drop gibt, hat man ein weiteres Mal einen Blick über Alten Towers und vor allem auch über das Schloss. Und fährt dann diesmal in der Linkskurve hinab, welche, wie auch schon beim ersten Drop, in einen Korkenzieher führt. Die nächste Inversion hat man auch wieder gute Geschwindigkeit drauf, das heißt, man wird ja wieder relativ schön durchgezogen. Direkt darauf folgen auch schon die zwei nächsten Versionen, das ist eine Sea Serpent Roll. Also auch eine relativ seltene Version, die gibt es aktuell erst bei 5 Achterbahnen. Also es ist wirklich mehr oder weniger eine Cooper Roll, nur dass man nicht die Richtung wechselt, sondern man fährt weiterhin danach in dieselbe Fahrtrichtung weiter. Also zur Inversion, das ist jetzt nicht was stark Besonderes. Man hat auf jeden Fall gute Gehkräfte, man hat ja jetzt kein Hangtime oder so, ist auf jeden Fall ganz nett, aber jetzt nicht unbedingt was stark Besonderes. Und danach fährt man über den zweiten Airtime der Bahn, auch wieder direkt als Headshopper hat man oben drüber das Theming-Element, hat mir gut gefallen. Auch hier hat man wieder gute Ejector-Airtime. Und dann folgen auch schon direkt die zwei nächsten Inversionen, und zwar die Cobra Roll. Das heißt, da wechselt man wieder die Richtung. Und was vor allem nice ist bei dieser Cobra Roll, ist, dass sie in dem Batwing mit ineinander verschlungen ist. Sieht echt richtig nice aus. Also wie gesagt, die Bahn ist eh schon übertrieben verschlungen. Also es ist wirklich eine der Stellen, wo es wirklich am stärksten ist, dieser Batwing, diese Cobra Roll. Ist auf jeden Fall von außen wie auch während der Fahrt sehr eindrucksvoll. Genau, das ist dann die Cobra Roll. Also wirklich was stark Besonderes ist es nicht. Man hat auf jeden Fall noch eine ganz nette Geschwindigkeit. Und darauf folgen noch, wenn man daraus ausfährt, noch ein doppelter Korkenzieher, welcher auch eine relativ gute Geschwindigkeit hat. Und danach fährt man noch über eine 180 Grad Linkskurve und fährt in die Schlussbremse. Was ich noch über die letzten 3 bis 4 Inversionen sagen muss, also die Cobra Roll und auch noch die zwei Korkenzieher. Also viele sagen ja, die Bahn ist total schick und unruhig fährt. Das fand ich auf jeden Fall nicht. Also ich finde den Großteil der Fahrt auf jeden Fall ziemlich smooth sogar. Also ich verstehe es, also ein bisschen rütteln tut sie, aber es hält sich alles noch
im Bereich des Machbaren und es stört auf jeden Fall kein bisschen meiner Meinung nach. Und vor allem, weil man den Kopf eigentlich immer relativ weit vorne hat, hat die Bahn da auch keine Schläge. Die einzige Ausnahme ist ja wirklich die Cooper Roll und die letzten zwei Korkenzieher. Diese fahren sich ja noch ein bisschen sehr unruhig. Vor allem finde ich, bei der Ausfahrt von der Cooper Roll in dann den ersten Korkenzieher gab es da schon mehr oder weniger einen ziemlich starken Rüttler, fast schon einen Schlag. Es ist jetzt nicht stark vorhanden, aber das finde ich ein bisschen störend. Aber dafür, dass ich erwartet habe, dass sich das Ding komplett unruhig fährt, wurde ich wirklich sehr positiv überrascht. Also wirklich nur der letzte Teil rüttelt ein bisschen intensiver, sonst finde ich das vollkommen in Ordnung. Und auch sonst, die letzten zwei Korkenzieher sind auf jeden Fall ganz nice, wenn man da eigentlich noch mit relativ guter Geschwindigkeit relativ schön durchgezogen wird. Genau, dann fährt man in die Schlussbremse, die relativ lang ist, fährt dann auch wieder ins Gebäude und kann aussteigen. Und dort läuft man einen relativ weiten Weg, teilweise auch relativ dunkel. Ist eigentlich noch ein ganz gutes Stück Strecke, den man zurücklegen muss. Und dann kommt man auch schon in den Shop, kann unter anderem sein On-Ride-Foto kaufen, wenn man will, und kann die Bahn dann auch dort danach wieder verlassen. Also, da kommen wir gerade nochmal zu der Fahrt von Smiler. Also ich finde, Smiler ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Achterbahn. Ich verstehe es, wenn Leute sagen, dass die Bahn kaum Abwechslung hat. Aber ich finde eigentlich von Inversionen her wurde da schon ziemlich viel Abwechslung geliefert. Die beste Inversion der Bahn ist meiner Meinung nach fast wirklich die Hardland World, die gleich am Anfang kommt. Die hat auf jeden Fall schöne Hangtime. Und auch sonst, also im Englischen sagt man, dass die Inversion Rip haben, also wenn man so schön durchgerissen wird. Das haben hier wirklich auch fast alle. Und das finde ich dann auch ziemlich gut. Auch wenn sie dann keine starke Hangtime haben, auch wenn sie ein bisschen haben, wird man teilweise schön durchgezogen. Manche Inversionen, vor allem fand ich auch die Dive-Flux ein bisschen, haben ein relativ nice Schwerelosigkeitsgefühl, also so Zero-G. Auch relativ nice und wirklich auch, dass die Bahn am Ende ein bisschen stark rüttelt, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Und vor allem auch der Vertikale finde ich ziemlich nice. Und die beiden Airtime Hills, wo ich wirklich nicht erwartet habe, dass sie Airtime haben, haben mich dann auch sehr positiv überrascht, weil man wirklich relativ gute Ejector Airtime hat. Und auch wenn es die beiden einzelnen Punkte der Bahn sind, die keine Inversion sind, fand ich es nicht schlimm. Natürlich hätte man noch viele weitere Elemente einbauen können, aber dafür, dass man unbedingt diesen Rekord wollte, mit den meisten Überschlägen, hat man auch wirklich eine sehr nice Bahn gemacht, die mir wirklich ziemlich gut gefällt. Also, meiner Meinung nach ist wirklich die beste Achterbahn in Alton Towers dicht gefolgt von Nemesis. Thematisierungstechnisch finde ich die Q-Line ist in Ordnung. Die Achterbahn selbst sieht schon super aus, einfach nur dieses Schienenknäuel. Und da hat man ja auch in der Mitte der Bahn noch das große Theming-Element, was auf jeden Fall auch sehr schön ist und auf jeden Fall ein paar sehr nice Nirmes-Effekte bereitet. Also ich finde, die Bahn ist wirklich sehr gut. Ich bin eher ein sehr großer Fan von Gerster und Mies und Rides. Die Firma baut super Bahnen. Smiler ist auf jeden Fall eine davon, die ziemlich weit oben mitspielt. Und ich kann euch die Bahn nur empfehlen, also bei mir war es wie gesagt mein 100. Account und dafür hat die Bahn wirklich super gepasst, dafür, dass sie auch eine Weltrekord mit 14 Version hat und natürlich ein sehr nicer Coaster ist. Und sonst, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, nach Altentaus zu fahren. Smiler ist auf jeden Fall ein Hauptbesuchsgrund, aber der Park hat natürlich noch ein paar andere phänomenale Achterbahnen, wie zum Beispiel auch der Ridge Coaster Nemesis. Genau, also Smiler kann ich wirklich nur empfehlen, nice Dark Red Part, nice Inversion, nice Fahrt. Und das war es auch schon zu meinem Review zu The Smiler in Alton Towers, der Achterbahn mit den meisten Inversionen weltweit, mit insgesamt 14 Stück. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr Smiler findet, ob ihr sie schon gefahren seid, ob ihr sie nicht gefahren seid, einfach nur wie ihr sie findet. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr eine positive Wertung da lasst. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder in einem Video. Ciao.